Ja, servus Freunde und herzlich willkommen zurück beim Joe. Heute wieder mit einem schönen Biertest. Ich freue mich drauf. Das Moretti-Bier aus Italien. Biera Moretti. Ich habe große Lust darauf. Das ist noch ein Überbleibsel des Italien-Urlaubs, das Ganze. Und ich habe wirklich große Lust, das Ganze jetzt zu testen. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, seitdem ich das natürlich getrunken habe. Es ist schön gekühlt, der ganze Dreier-Pack hier. So sieht das Ganze von der Seite aus. Stand heute den ganzen Tag im Kühlschrank, also ist gut gekühlt, das Ganze. Aber vielleicht kommen wir erstmal zum Design. Ist natürlich eh so ein bisschen typisch, dieses Dreier-Pack in Italien. Ich finde das eigentlich immer ganz nett, wenn man dann mal in Italien ist. Dann kann man wirklich mehrere Biersorten einfach ganz schnell mitnehmen, um ja, sie zu Hause zu trinken oder mal auszuprobieren. Ja, das ist irgendwie ganz nett, weil dann kann man wirklich von 5 Biersorten was mitnehmen und ja, am Ende hat man ja nur ein bisschen mehr als 2 Sixpacks sozusagen und das finde ich wirklich schön. Das Design gefällt mir wirklich sehr gut mit dem Herrn hier drauf, der das Bier trinkt. Das sieht schon wirklich ja, sehr elegant aus, schick angezogen. So muss das sein. Auch ansonsten ist es ja relativ schlicht. Ist für mich auch so, dass bekannteste italienische Bier, aber vielleicht sieht das auch jemand anders, falls es da noch bekanntere gibt, dann auch gerne mal unten rein. Ansonsten natürlich in Norditalien auch noch das Forstbier, was ich da auch probiert habe. Dieses Bier kommt natürlich auch aus Norditalien, aus Udine. Das liegt im nördlichen Teil, im Prinzip ja, zwischen Adria und den Südalpen an der slowenischen Grenze. Liegt das Ganze und dort hat dann damals der sogenannte Luigi Moretti im Jahre 1859, ich muss das nochmal nachlesen, 1859 diese Brauerei gegründet. Und das war eine Brauerei bzw. ein Eisspezialitätenverkauf, den er damals gegründet hat. Ich weiß gar nicht, ob er auch noch fürs Eis bekannt ist, aber zumindest für dieses Bier. Ich glaube auch, dass dieses Emblem natürlich schon eine gewisse Bekanntheit hat. Also wenn man wirklich mal in Italien war dann und man hat da mal ein Bier getrunken, ich glaube, dann kann man um dieses Bier dann auch nicht so ganz drumherum. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt werden wir uns mal ein Bier davon rausholen und dann mal die Flasche angucken, was die so hermacht. So, stellen wir das Ganze ein bisschen zur Seite. Man sieht hier schon schön, dass da der Tau so ein bisschen anschlägt, also ist gut gekühlt. Ich gucke sie mir auch mal von vorne an. Ja, also wirklich auch eine schöne Flasche. 0,33 ist das, ne? Oder ist es 0,33. 4,6%. Ich freue mich. Steht sonst noch irgendwas drauf, was ich irgendwie entziffern könnte? Nein. Heineken Italia. Das hätte ich vielleicht mal nachgucken können. Gehört wahrscheinlich auch mit zur Heineken-Gruppe, aber das habe ich jetzt nicht vorher überprüft, sehe ich nur gerade, dass das hier hinten drauf steht, aber es ist ja schon sehr wahrscheinlich, dass gerade so ja, große Biermarken dann auch zu großen Firmen gehören, ne? Und dass das Ganze bestimmt von der Heineken-Gruppe aufgekauft worden ist. Wie gesagt, auch hier der typische Mann drauf, eigentlich das gleiche Logo wie hier in groß, gefällt mir sehr gut. Hier sieht man nochmal den Bierdeckel, auch da nochmal ja, ein roter Stempel drauf, auch sehr schön. Aber jetzt soll es um den Inhalt gehen, jetzt werden wir das Ganze mal probieren. So, jetzt machen wir das Ganze auf. Öffner ist geholt. So. Stellen wir mal so ein bisschen zur Seite hier. So, jetzt riechen wir mal. Ja, also riecht so ein bisschen Pilsener, Lagerbiermäßig. Ich denke mal, in die Richtung wird das Ganze auch gehen. So, gucken wir uns mal an, wie das Ganze im Glas aussieht. So. So sieht das Ganze aus. Also wirklich ja, hellgelb, hellgold. So in die Richtung geht's. Schaum ist okay, würde ich sagen. Hält, wird wahrscheinlich nicht lange halten, aber so ist es ja, glaube ich, immer. So eine Art von Flaschenbier, aber ist ganz okay. So, jetzt riechen wir nochmal dran. Ja, kommt dieses hopfige,
Getreidige kommt da durch. Also wie man es ein bisschen von so einem Pilzgeruch gewohnt ist. Und jetzt werden wir mal den ersten Schluck nehmen. Es ist wirklich sehr eine gute Kohlensäure drin, das macht das Ganze sehr erfrischend. Also Kohlensäure, die man am Anfang schmeckt. Dann ist auch am Anfang sehr, nicht sehr, leicht süßlich und fruchtig. Und gerade zum Schluss kommt dieses herbe, hopfige, getreidige dann raus. Was wirklich sehr gut schmeckt. Ich finde den Abgang gut. Leicht bitter, aber überhaupt nicht aufdringlich. Süß ist auch okay. Das ist wirklich, wirklich gut. Man muss ja jetzt auch sagen, man ist natürlich von den deutschen Bieren auch sehr verwöhnt. Deswegen muss man das Ganze auch einordnen. Ich glaube, für ein italienisches Bier ist das wirklich schon ein sehr, sehr gutes. Ich finde es auch so immer sehr schön. Es erinnert natürlich an den Urlaub. Klar, das Ganze jetzt mit den deutschen Bieren zu vergleichen, ist dann auch immer schwierig. Aber ich finde es sehr, sehr lecker. Gerade weil das Ganze so ein bisschen dieses Urlaubsgefühl einen wiedergibt. Weil man sich dann erinnert an die schönen Momente, wenn man vielleicht im Sommer dann bei einem kühlen Bierchen draußen saß. Also allein, dass es das erweckt, das ist schon mal richtig schön. Jetzt nochmal aus der Flasche probieren. Ja, also wirklich, gerade das, was hinten raus bleibt, dieses hopfig, getreidige, leicht bittere, das gefällt mir vor allem sehr gut. Das ist auch so ein bisschen für mich so dieser Charakter dieses Bieres. Ja, wirklich gut. Also, Luigi Moretti, hast einen guten Job gemacht. Schmeckt gut, schmeckt immer noch gut. Ja, man muss es natürlich, wie gesagt, nicht immer alles mit allem vergleichen. Deswegen würde ich dem trotzdem noch eine 7 von 10 geben, dem Ganzen. Allein fürs Gefühl, fürs gute Gefühl. Schmeckt sehr gut. Ja, damit danke ich euch auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ja. Ich brauche noch irgendwie einen Abschlussspruch oder so zum Schluss. Muss mir noch irgendwas einfallen. Ja, ein Freund meinte letztens, ich sollte sagen, Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Ja, damit könnte ich aufhören. Aber mal gucken, ob sich das etablieren wird. Ich sage bis zum nächsten Mal und ciao.